Danke, Herr Präsident. Frau Präsidentin des Rechnungshofs. Ja, Kollege Kucher, du hast völlig recht. Ich möchte nur wissen und ich kann die Frage stellen, ob die Fragen, die du jetzt an die ÖVP gestellt hast, dir jemals beantwortet werden. Mit Sicherheit nicht. Denn wir wissen ja, ja, wo Intransparenz draufsteht, ist ÖVP drinnen. Das haben wir ja auch im Ausschuss festgestellt. Und mir zwar, ich lade dich ein, ja, machen wir ein Projekt, raus mit dem Russ. Weil dann wird das Ganze ein bisschen heller, durchschaubarer und man kennt sie wieder aus. Denn das ist ja tatsächlich jenes, was der Rechnungshof festgestellt hat, in seiner Hauptkritik, dass es keine Transparenz gibt in diesem Lobbying-Gesetz für die Öffentlichkeit, dass es nicht einmal feststellbar ist, in welchen Bereichen wird Lobbying überhaupt betrieben. Also das ist ja eigentlich dann wirklich nur eine Überschrift im Gesetz, wie nach dem Motto, wir müssen was tun dagegen, weil wir haben ja unseren, den Strasser in unseren Reihen gehabt, das müssen wir jetzt da wegbringen, diesen schwarzen Fleck, den wir haben. Schreiben wir einfach ein Gesetz mit einer Überschrift, was dann drinnen steht, ist eigentlich völlig zahnlos. Und das ist ja auch ganz klipp und klar bei der Kritik des Rechnungshofs herausgekommen. Dass Daten mangelhaft sind und der Rechnungshof bei 62 Einträgen 36 gefunden hat, die nicht passt haben, verwundert dann ja eigentlich eh nur mehr am Rande. Also wichtig ist, der Rechnungshof hat auch gesagt, das Gesetz ist zu evaluieren. Ja, die Frau Ministerin Zaric hat gesagt, sie wird das tun mit einer Arbeitsgruppe. Und nachdem die Grünen damals ja gegen dieses Gesetz gestimmt haben, wäre das jetzt ein breites Betätigungsfeld für die Ministerin, wo sie sich dem widmen könnte und vernünftige Paragraphen hineinschreiben könnte. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass sie das auch tun wird. Was da rauskommt, wenn die ÖVP dann wieder mitwirkt, wage ich allerdings schon wieder zu bezweifeln, dass es was Gescheites wird.